Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video wollen wir uns ein paar Internetseiten anschauen, auf denen man 3D-Modelle herunterladen kann. Dabei interessieren wir uns für die Kriterien, mit denen man die Qualität der Modelle bewerten kann und wie diese in Meta- und Paradaten erfasst werden. Metadaten sind Informationen über das Objekt, wie zum Beispiel seine Größe, und Paradaten sind Informationen über alles, was mit dem Prozess der Erstellung eines Objekts zusammenhängt. Paradaten unterscheiden sich von Metadaten darin, dass sie nicht das Objekt oder Artefakt beschreiben, das man sieht, sondern die menschlichen Prozesse, durch die das 3D-Modell entstanden ist. Eine korrekte Dokumentation und Bereitstellung dieser Informationen ist noch eine große Herausforderung beim Publizieren von 3D-Objekten. Wir wollen prüfen, wie die jeweiligen Internetseiten damit umgehen. Unser Ziel ist es, eine vergleichende und wissenschaftlich nachvollziehbare Bewertung von 3D-Modellen in Hinblick auf ihre geometrische Zuverlässigkeit und Wiedergabetreue zu ermöglichen. Wie genau gibt das Modell das Kunstwerk wieder? Stimmt es auch im Detail mit dem Original überein? Wie stimmig ist die Gesamterscheinung? Daher überprüfen wir, ob und welche Datenformate und Standards dokumentiert wurden. Uns interessiert, ob die gewählte Scan-Methode genannt wird und wie die Entscheidung begründet wird. Wichtig ist aber auch, ob man sich näher mit dem Kunstwerk auseinandergesetzt hat und weiß, welchen Zustand man mit dem Modell erfasst und ob man Angaben zum Ablauf des Scannens macht. Dafür haben wir im Institut für Digital Humanities eine Liste an Paradaten, die wir in unserem Scan-Verfahren dokumentieren und auch hier als Richtlinie verwenden wollen. Zuerst schauen wir uns sketchfab.com an. Für diese Seite muss man einen Account erstellen, um Modelle herunterladen zu können. Hat man dies gemacht und loggt sich ein, sieht man zuerst eine Übersichtsseite zu Highlights hochgeladener Modelle ganz unterschiedlicher Kategorien. Uns interessieren in diesem Tutorial aber primär die eingestellten Hinterlassenschaften materieller Kulturen. Geht man in der oberen Leiste auf Explore, so sieht man, dass man Cultural Heritage und History auch als eigene Kategorie auswählen kann und damit auf eine Seite kommt, wo ihre wöchentlichen Highlights präsentiert werden. Man kann This Week auch wegklicken und die All-Time-Highlights durchscrollen. Dort stößt man zum Beispiel auf einen Scan der Statue Perseus und Medusa aus dem 19. Jahrhundert von Laurent Marquest. Wenn man darauf klickt, wird das Modell in einen Viewer geladen und man kann es nach der dort angegebenen Anleitung darin bewegen. Scrollt man weiter herunter, sieht man den Ersteller des Modells und die Informationen, die dieser zu dem Original und dem Scan bereitstellt. Er erwähnt selbst, unzufrieden zu sein, da die Aufnahme aufgrund der reflektierenden Oberfläche schwierig gewesen sei und hält fest, dass er den Scan mit Autodesk Memento Beta angefertigt hat. Klickt man auf More Model Information, sieht man grundsätzliche Metadaten zu dem Objekt, wie Größe, Format, Textur und Material. Wann das Modell aufgenommen wurde, unter welchen Lichtverhältnissen, wie viele Fotos für das fotogrammetrische Verfahren oder welche Kamera genutzt wurden und mit welchem Programm die Nachbearbeitung erfolgt ist, ist hier jedoch nicht festgehalten. Wir können also lediglich die Aufnahmemethode benennen, wissen aber nicht, unter welchen Bedingungen, mit welchen Einstellungen und welcher Hardware, wie viele Bilder aufgenommen wurden, aus denen anschließend das Objekt gemacht wurde. Einige Informationen über das Objekt können wir auf Sketchfab aber entnehmen. Die Formate, die Auflösung und weitere Eigenschaften des 3D-Modells. Nicht aber, ob und mit welchem Programm es nachbearbeitet wurde. Das Objekt ist aber benannt und beschrieben. Eine Bemerkung macht der Ersteller in seinem Text auch. Die nächste Internetseite, die wir uns anschauen wollen, ist myminifactory.com. Hier muss man keinen Account anlegen, um 3D-Modelle herunterzuladen. Man kann direkt auf Explore gehen und sieht dort die Kategorie Scan the World. Scan the World ist ein Projekt, an dem jeder teilnehmen kann, indem er oder sie dort 3D-Scans von Kunst und Kultur einreicht. Geht man auf diese Kategorie, kann man nach bestimmten Suchbegriffen suchen. Suchen wir nach Perseus und Medusa, sehen wir, dass es hier auch einen Scan nach dem Kunstwerk von Laurent Marquès gibt. Klickt man darauf, sieht man erst einmal Fotografien von 3D-Drucken des Objekts. Man muss zunächst auf 3D klicken und sieht dann erst das Modell in einem Viewer. Die Navigation funktioniert wie bei Sketchfab, was hier aber nicht eigens erwähnt wird. Rechts vom Viewer befindet sich eine lange Beschreibung des Originals und seines kunsthistorischen Hintergrunds. Unter Technical und More Information befinden sich lediglich die Maße des Objekts in Millimetern, seine originalen Maße und weitere Informationen zum Original, wie zum Beispiel einen Link zum Wikipedia-Artikel.
Damit kann man auf der Liste noch weniger Informationen angeben als bei Sketchfab. Dafür sind aber mehr Informationen zum Original angegeben. Betrachtet man die beiden 3D-Modelle nun in zwei nebeneinander gelegten Fenstern, fällt auf, wie sehr sie sich unterscheiden. Die Oberseite von dem Modell auf Sketchfab ist nicht richtig modelliert, auf My Mini Factory schon. Dafür hat das Modell auf Sketchfab eine farbige Textur, da es, wie im Informationstext angegeben, fotogrammetrisch aufgenommen wurde. Andererseits gibt es aber auch motivische Unterschiede. Das Gesicht des Perseus von My Mini Factory ist breiter und kantiger als das von Sketchfab. Die Haare der Medusa scheinen detaillierter zu sein. Liegt das auch am Stand-Verfahren? Oder sind es gar unterschiedliche Objekte? Schon ein schneller Blick auf den Wikipedia-Artikel verrät, dass es mehrere Versionen von dem Kunstwerk in unterschiedlichen Museen gibt. Beide Seiten geben aber an, das Original in Kopenhagen gescannt zu haben. Ist dort vielleicht ein Fehler unterlaufen? Hat man die sich unterscheidenden Bereiche nachbearbeitet? Lädt man die Modelle herunter, kann man sie auch in MeshLab öffnen. Dafür klickt man unter File auf Import Mesh und kann das Modell dann betrachten. Hier können wir auch in der Mitte der Fußleiste die Auflösung des My Mini Factory Objekts entnehmen und in der Liste als Metadatum ergänzen. Es hat über 450.000 Vertices und 900.000 Faces und ist damit fast dreimal so groß wie das Modell von Sketchfab. Im nächsten Tutorial sollen die Benutzeroberfläche und die Navigation innerhalb des Programms ausführlicher besprochen werden. Aber man kann jetzt schon mal in MeshLab versuchen, das Modell zu bewegen und weitere Unterschiede zu finden. So fällt schnell auf, dass höhere Auflösung insgesamt mit einem größeren Detailreichtum einhergeht und die Konturen im Gesicht schärfer wirken, womit man vermuten könnte, dass dieses Modell die originale Oberfläche detaillierter angeben könnte. Allerdings kann man auch ein paar Vermutungen zur Nachbearbeitung anstellen. Das Modell wirkt sehr glatt, vor allem der eigentlich raue, felsige Untergrund am Sockel zeigt weniger Details und die Unterseite des Modells ist geschlossen. Da My Mini Factory die Modelle zum 3D-Druck bereitstellt, ist zu vermuten, dass das ursprüngliche 3D-Modell im Post-Processing wasserdicht gemacht wurde und damit die gesamte Oberfläche weich gezeichnet hat. Das Modell von My Mini Factory ist also höher auflösend, aber durch die Nachbearbeitung der originalen Oberfläche noch entfernter als das fotogrammetrische Modell. Schaut man sich die Haare der Medusa an, fällt ferner auf, dass die Schlangenköpfe alle identisch aussehen, stilistisch kaum zum Rest passen und in keiner der Versionen des Originals nachgewiesen werden können. Es scheint, als habe der Ersteller ein Modell eines Schlangenkopfs genommen und in mehrfacher Ausgabe frei in die Frisur der Medusa hineinmodelliert. Damit können wir an diesen beiden Modellen besonders die beiden Qualitätskriterien Nähe zum Original und damit auch das Ausmaß an Post-Processing sowie Auflösung, Detailreichtum und Oberflächenmodellierung erfassen. Das fotogrammetrische Modell hat zwar eine geringere Auflösung und durch die Scan-Methode bedingte Ungenauigkeiten, lässt sich in diesen Kriterien aber durch die transparente Dokumentation besser einschätzen als das Modell von My Mini Factory, das stark und sehr frei nachbearbeitet wurde. Das Modell an sich hat zwar eine bessere Qualität im Sinne technischer Aspekte, lässt sich aufgrund der mangelhaften Dokumentation aber nicht wissenschaftlich verwerten. Es ist falsch zu glauben, man brauche eine Statue nur einfach einzuscannen und hätte dann das Kunstwerk im Computer. Die Aufstellung des Objekts, die Lichtverhältnisse und die Aufnahmemethode haben einen großen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Erfassung. Durch Restaurierungen, neue Sockelungen oder andere Beleuchtung kann sich das Erscheinungsbild einer Figur grundlegend ändern. Computermodelle sollte man daher besser als temporäre Zustände in einem Prozess der Auseinandersetzung mit dem Objekt verstehen, als als feste Wissensstrukturen. Um die Abweichung des 3D-Modells vom Original einzuschätzen, sind Paradaten deswegen sehr wichtig. Man kann zwar im Nachhinein noch Vermutungen, zum Beispiel über die Nachbearbeitung oder die Scan-Methode anstellen, diese aber nicht in ihrem vollen Umfang erfassen oder nachweisen. Neben Sketchfab und My Mini Factory gibt es auch noch andere Anbieter von 3D-Modellen. Ziemlich schnell stößt man auf die Seite free3d.com. Dort gibt es zwar keine Kategorie zu Cultural Heritage, man kann aber zum Beispiel nach Statue suchen und findet auch zahlreiche Einträge, die man sich genauer ansehen kann. Eine weitere weit verbreitete Seite ist turbostrid.com, wo man auch nach bestimmten Tags suchen und sich durchstöbern kann. Ähnlich sieht es aus mit der Seite Thingiverse. Dort finden wir sogar einen identischen Scan der Perseus und Medusa wie auf Sketchfab.
Ferner gibt es auch auf der Internetseite der NASA themenspezifische 3D-Modelle und die 3D-Software SketchUp verfügt über ein eigenes Warehouse mit modellierten Objekten. Vielen Dank fürs Zuschauen!